Das heißt Villa Sonne. Und das machen wir heute auf nach Villa Sonne. Und da gibt's schon die erste geile Neuerung in Spyro Year of the Dragon, was man im ersten und im zweiten Teil nicht hatte. Und da freue ich mich drauf, weil das ist richtig geil. Es ist richtig geil. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Skillpunkt da machen soll. Es gibt hier zwei Skillpunkte. Es gibt kein Intro und kein Outro mehr von den Welten, wie das in Teil 2 der Fall war. Gibt es hier nicht mehr. Das hat man wieder entfernt. Kannst du uns helfen? Horden wilder Rinox haben unsere Stadt überrannt und den Bürgermeister entführt. Können wir machen, ja. Das sind die Rinoxe, die allerdings mehr Angst vor mir haben als alles andere. Man muss sie nochmal treffen. Ja, aber das ist Villa Sonne. Haben wir es gezeigt, wenn sie nicht in der gewesen wären, hätte ich sie schon lange erledigt. Ja, als ob. Du bist ein Scheißbürger. Hast viel zu labern, aber hast nichts. Hast keine dicken Eier auf gut Deutsch. So, hier ist ein Wasserfall. Oh, das sieht einfach wieder so richtig nice aus. Okay, die Kakteen sind ja wieder logisch ein Skillpunkt. Kein Edelstein vergessen. Ja gut, wenn Sparks fressen möchte, dann vergisst er natürlich etwas. Das Level können wir zu 100% abschließen. Ist auch mein Lieblingslevel. Im Bad Sonnenaufgang. Ist zu groß zum Stürmen. Du kannst ihn mit Hilfe von Angriff rösten. Wir dürfen ihn rösten. Gerne doch. So. Wer will gebratenen Rinox haben? Schön, dass ihr immer noch so schrotdumm seid. Ich find's gut. Ich find's gut, wenn die Gegner schrotdumm bleiben. Könnte ich den abfackeln? Das sah für mich so aus. Aha, das funktioniert nach wie vor von unten. Ich glaube, den Namen haben sie nicht umgeändert, weil ich glaube, das Ei hieß wirklich Vanessa. Okay, das haben sie hier leicht verändert. Das war normalerweise echt eine Schräge. Das haben sie jetzt glatt gemacht. Das bleibt echt abgekokelt. Okay, dann man möchte damit signalisieren, dass das ein Stilpunkt ist. Ich glaube, Stilpunkte hieß es im dritten Teil und Könnerpunkt im zweiten. Ja, so müsste es gewesen sein. Aber ich will hier nicht hoch, ich will eigentlich weitergehen. Und Stilpunkte oder Könnerpunkte bringen. Moment mal, wir haben doch ein Handbuch. Hier steht es doch bestimmt schon drin. Ja, natürlich. Ja. Aber auch da steht ja leider wieder ein bisschen Spoiler drin. Was ich gar nicht möchte für euch. So, weiter geht die wilde Fahrt. Wir müssen einen Bürgermeister retten. Immer wenn dir eine Fee so einen Funken verpasst, bedeutet das, dass dein Fortschritt gespeichert wurde. Hast du Ärger, kehrst du zum letzten Funken zurück. Genau, bist du tot, auf gut Deutsch. Man möchte aber das Wort tot bei einem Kinderspiel, glaube ich, auch nicht erwähnen. Ich glaube, das ist einfach der Grund dafür. Das arme Huhn. Das lebt aber wieder, wenn man nochmal reinkommt. In dieser Welt. Dann lebt es wieder. Also schlimmer, als es darstellen soll. Aber auch man hat auch, dass man es nicht sieht. Schläger der Villa. Aber ich denke, mit der Zeit hätte ich ihn besiegt. Nein, den hättest du nie besiegt. Abfackeln. Gucken, ob ich nachher alle habe. Hier gibt es leider nichts. Das ist nur ein kleiner Brunnen. Wollte schon Bach sagen. Nein, Brunnen. So, den müssen wir besiegen. Und dann öffnet sich das Tor. Und da drin ist dann der Bürgermeister. Die Rettung unserer Stadt. Als Bürgermeister belohne ich dich mit einem unserer berühmten Riesenhühnereier. Das ist aber kein Hühnerei. Das ist ein Drachenei. Es ist geil gemacht. Das war das hässlichste Huhn, das ich je gesehen habe. Ja, alles klar. Hier gehen die Charaktere aber dann auch nach Bad Sonnenaufgang bzw. zu den Heimatwelten. Heimatwelt, ich übernehme das einfach von Spyro 2, weil das passt wirklich Heimatwelt.
Das passt wirklich. Diese Portale führen uns zu den Nebenaufgaben. Ich habe irgendwo einen vergessen. Weil das ist der letzte. Und diese Nebenaufgaben haben keine Ladezeiten mehr. Oh, ist das geil. Hi Spyro, ich habe diese Übungsarena für Gladiatoren gefunden, die gleichzeitig ein toller Skatepark ist. Willst du dein Können auf dem Brett beweisen? Aber gerne doch, ich mag diese Skateboard-Sachen. Ich wette, du schaffst es nicht, alle 15 Echsen zu fangen, die hier rumlaufen. Komm zu mir, wenn du ein paar Tipps vom Meister willst. Nein, ich will keine Tipps. Fangen die Echsen. Jo, ab auf das Skateboard. Okay, jetzt bin ich auf die Steuerung gespannt, wie das ist. Ja, noch ist das natürlich sehr... Oh, da hast du einen weiten Flug. Okay, Spyro springt weiter. Fliegen ist ja der falsche... überfliegt er nicht. Aber er ist langsamer. Okay, wir können ihn ja auch schneller machen. Ich denke mal, dass sie das übernommen haben. Okay, das ist gleich. Das funktioniert auch relativ. Wow, gut. Ich bin nicht mal abgesprungen. Gut, bei den Rampen muss man das auch nicht. Okay, die Steuerung wirkt ein bisschen anders als im Original. Aber die Rampen nicht. Die wirken gleich, aber wie weit er springt, ist krass. Ja. Eigentlich hätte ich jetzt vom Bord fallen müssen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen schneller als der. Ja. Wenn man nämlich durch das Skateboard nochmal fährt, dann wird man schneller. Das ist der Vorteil daran. Natürlich auch, je schneller man ist, umso eher kann man natürlich auch vom Brett runterfallen. Also mich wundert es, dass ich bei dem einen nicht runtergefallen bin. Hätte eigentlich der Fall sein müssen. Gucken. Ja, die Landung braucht länger. Bis er landet, dauert länger. Aber sonst... Alles gleich. Der normale... Oh, der guckt auf die Füße! Kleines Detail. Die Füße. Aber wirklich nur kleines Detail. Boah, da fehlt jetzt der Speed, ne? Alter, ja. Da wird man sofort abgebremst. Und zwar wirklich sofort. Wo fehlt mir denn noch eine? Da oben sind zwei. Das weiß ich. Da oben sind zwei Echsen. Die auch scheiße zu kommen sind. Hey, wo stößt du nicht mehr runter? Okay. Spyro fällt nicht mehr runter. Warum nicht? Ich denke mal, dass sie das gleich ändern wird. Es muss sich gleich ändern. Es hat nämlich einen Grund. Hey, Spitze! Während du skaten warst, habe ich das hier in einem Echsenbau gefunden. Ja, ein Ei. Und zwar die Emily. Schönes Ei. Okay, wenn du alle Echsen fängst, bevor die Zeit abgelaufen ist oder du stürzt, kann ich vielleicht noch ein Ei beschaffen. Aber das wird nicht einfach. Ja eben, er sagt ja, oder du stürzt. Das heißt, jetzt müsste ich stürzen oder was? Und hat man das nur vorher deaktiviert? Schnapp sie dir, Spyro! Okay, wir werden es ja sehen, falls das passiert. 3 Minuten habe ich Zeit. Ist machbar. Ist definitiv machbar. Ja, wenn die mir noch entgegenlaufen, sowieso. Dann sowieso. 3 Minuten hört sich viel an. Aber ich kann euch auch sagen, dass das nicht gerade ohne ist. Vor allem, man darf ja nicht stürzen. Aber wenn ich von der Rampe runterkomme, dann werde ich wahrscheinlich noch stürzen. Schön, dass du mir entgegenläufst. Finde ich gut. Haben wir bekommen. Okay, der in der Mitte fehlt mir mal wieder. Mal wieder. Ah, den habe ich schon. Ja, komm, den in der Mitte muss ich schon bekommen. Oh, Mann. Der geht doch.
Die da unten, um die kümmere ich mich später. Ich will jetzt hier erstmal hoch. Nee, ich kann gegen die... Ich kann hier gegenfahren, da passiert nichts mehr. Okay, das haben sie dann insgesamt vereinfacht. Also man darf Wände mitnehmen. Also im Original wäre ich jetzt schon gestürzt und die Aufgabe wäre falsch gewesen. Also wenn ich... Hätte ich nicht absolviert. Einer fehlt mir noch. Wo? Wo? Philipp, jetzt geh mal ganz kurz alle durch. Da war ich, da war ich. Da oben die beiden habe ich auch. Ich kann die Kamera auch nicht drehen. Wo fehlt mir einer? Da oben habe ich angefangen. Den hier drüben habe ich auch. Ah! Da! Er versteckt sich vor mir. Aber da haben wir alles. Boah, das war klasse. Und guck mal, da war noch ein Ei im Echsenbau. Man kann eigentlich nur stürzen von den Rampen, wenn man da nicht gerade drauf landet wieder. Dann kannst du noch stürzen, aber sonst... nicht mehr. So, es gibt jetzt hier einen Schreckenrekord, weswegen wir da unten Punkte sehen. Und ihr seht auch schon, wie das funktioniert. Crash geht auch dann da unten. Ja, ich habe das nicht gesehen. Ja, zack. Wow! Okay, das ist ja... Oh, da freue ich mich ja jetzt schon drauf, auf die Schreckenrekorde, weil das ist einfacher geworden. Der macht das auch schneller. Ja. Crash macht es schneller. Ja, Crash. Spyro macht das schneller jetzt. Als das früher der Fall war. Aber wenn du die Wand berührst, das bremst dich sofort. Also bremsen tust dich sofort. Das heißt Quash. Aua. Ich weiß nicht, was der Schreckenrekord hier ist. Man kann auch noch nach links oder nach rechts. Das waren eigentlich zwei Rollen. Das waren eigentlich auch drei. Wow. Ich will zu viel. Ich will zu viel, ich will zu viel. Das geht nicht. Das ging im Original zum Beispiel schon nicht so. Es gibt ja auch so Nasty Nog. Verdrehte Limette. Boah, hier holst du die meisten Punkte raus. Da bin ich mal gespannt, ob das auch sechsmal geht. Ja, Schreckenrekord locker geschafft. Locker. Das waren nur 3200. Das macht richtig Bock. Moment, wir müssen die Edelsteine noch holen. Wartet mal. Ja, Alter, das sind schon allein 900. So, die Edelsteine. Oh, da freue ich mich schon auf die zweite Heimatwelt. Oh, ich freue mich auf mein Level. Oh, das wird geil, das wird geil, das wird richtig geil. Ich liebe dieses Schreckenrekord. Oh, ich liebe das. Ich liebe das jetzt, Alter. Das ist so geil umgesetzt. Oh. Ich muss davon schwärmen, sorry. Ich liebe diese Skateboard-Sachen. Ich liebe diese Level. Das ist schon ob mit dem Grund, warum der dritte Teil mein Lieblingsteil einfach ist. Weil das haut so viel raus. Diese Neuerung, die man damals eingebaut hat, das hat mich damals so geflasht, dass ich das einfach so gefeiert habe. Wie kein zweiter. Boah, da muss ja echt aufpassen, ey. Ja, bis er dann Fahrt aufnimmt, das dauert. Ich glaube, ich habe hier schon alles, kann das sein? Ich kann aber auch nicht absteigen. Ja, Moment mal, machen wir das anders.
Ja, einmal bitte runter. Hä? Ach so! Das zeigt, okay, das ist neu. Er zeigt mir quasi die, den Rückweg an. Okay. Wenn da nichts mehr in der Extrawelt ist und ihr sucht nach Edelstein, dann zeigt euch den Rückweg an. Cool. Das gab es im Original, glaube ich, auch nicht. Dass er euch den Rückweg angezeigt hat. Ich glaube nicht. Ja, hier ist jetzt wieder das Huhn. Was meinte ich damit, wenn man zurückkommt? Aber der Schreckrekord war ja richtig easy. Da mache ich zwei Stunts und dann hatte ich die Punkte schon. Rampe hoch, einmal links. Rampe hoch, einmal rechts. Sich drehen. Fünfmal, dann gibt es 2000 Punkte und dann hast du die Punkte schon. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich bin gerade ein bisschen geflasht noch immer von dem Skateboard. Was machen wir noch zweimal? Geil, 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 geil. Zweimal noch. Hier oben waren wir noch nicht. Genau. Ne, ich gehe jetzt hier rüber. Weil da gibt es auch noch ein Ei. Die Level, wie gesagt, sind ein bisschen komplexer als im zweiten und im ersten Teil. Meiz. Ei ist Ei. Cool, hast du die Schale gemacht. Oh, man kann sie aber hier früh frei bewegen schon. Wo habe ich denn hier noch eine Kakteen vergessen? Einen Kaktus vergessen? Ach, ich glaube, habe ich da oben einen verpasst? Ganz oben hier. Das könnte sein. Ne, den habe ich. Oder hier oben? Gab es hier oben auch noch einen? Nein. Und hier sieht man, dass wir auch hier Sheila brauchen. Da sieht man es schön. Wenn wir als Sheila nicht befreit hätten, da würde hier die Nachricht kommen, dass sie sich in ihrer Heimatwelt befindet. Hey Spyro, überall sind Rhinoxe. Vielleicht finde ich auf der Spitze dieses Turms ein bisschen Ruhe und Frieden. Dann viel Vergnügen. Ich habe meine Liebste verloren. Sie wird von bösen Rhinoxen auf der Spitze dieses Turms bewacht. Kannst du sie für mich retten? Klar kann ich das. Aber ob sie das will, das wissen wir nicht. Ja, Rhinoxe, hier diese Metall-Rhinoxe, die mich mal null behindern. Perfekt. So. Die geht ein bisschen nach vorne bei der Schlafattacke, okay. Das habe ich vorhin auch noch nicht gemerkt. Jetzt habe ich es aber gesehen. So, tschüss. Dass sie diesen Satz nicht mehr da vorne macht, wenn sie tritt. Das fehlt mir ein bisschen. Muss ich mich dran gewöhnen. Ja, da muss man sich nur dran gewöhnen. Und sie hat einen heftigen Satz gemacht nach vorne. Ja. Alter. Weg da. Ihr wart da auch intelligenter. Im Original. Original ist natürlich wieder das Original Spyro Year of the Dragon. Sparks, nicht nur fressen. Ja, diesen Doppelsprung benutzt man selten. Den Hochsprung. Den benutzt man häufiger. Ja, hier jetzt nicht unbedingt. Hoch. Weitere Rhinoxe. Den Hinter versohlen. Okay. Ich wollte gerade sagen. Wer hast du mitgenommen? Finde ich gut. Boah, wie hoch geht denn das hier? Das ist aber ein hoher Turm. Nein, du greifst mich nicht an. Hab ich was dagegen? Okay. Irgendwo fehlen mir wieder Edelsteine. Und da sind wir schon ganz oben. Ich habe eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt. Na, die Stimme passt aber auch zu dir. Die passt zu dir. Oh Gott, und einen Hund hast du auch noch gehabt hier.
So, die Eier haben wir alle. 6 von 6. Fehlen nur noch die restlichen Edelsteine, die natürlich irgendwo wieder irgendwo in der Tiefe sind. Kann man hier runterspringen? Wow, 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 jo, tatsächlich. Ich glaube, hier war noch was, oder? Ja. Genau. Hier war noch ein extra Bereich. Es könnte noch alles sein. 900 brauchen wir nämlich. Nee. Es reicht nicht. 4 Stück noch. Drei. Wo sagtest du mir? Rechts, oder? Meinst du jetzt da oben oder da unten? Ah, hier beim Rückweg, oder? Ja. Und dann war es das hier, oder? Hier gibt es keine mehr, oder? Jo. Das ist geil. Das heißt, hier fehlen noch 2. Jo. Ja, da hinten. Und da fehlt mir ja noch so ein blöder Kaktus. Den zeigst du mir leider nicht an. Ja, und ein Baum. Ein Baum fehlt mir noch. Den suche ich jetzt auch, weil jetzt habe ich damit angefangen. Hier ist nur ein Baum, oder? Ja. Hier ist ein Baum, hier ist kein Baum. Da oben gab es auch nur einen Baum. Naja, der ist auch angezündet. Hier waren, glaube ich, im Original sogar 2 Bäume. Ich glaube, es waren 2. So, dann laufen wir mal hier zurück, bevor wir nach Hause gehen. Da ist einer, den haben wir auch. Genau. Dann glaube ich, gab es hier unten noch einen. Habe ich den vielleicht vergessen? Nö, hier gab es keinen. Auf dem Weg hierhin auch nicht. Nein. Hier war nur genau zum Speichern. Hier ist kein Baum versteckt. Den haben wir auch abgefackelt. Dann gehe ich mal hier um die Ecke kurz gucken. Nein, gibt es auch keinen. Den haben wir da auch abgefackelt. Hier dazwischen gibt es auch keinen. Den da oben habe ich auch. Ich bin schon dran vorbeigelaufen. Ich habe den gefunden. Da hinten, der da. Der da würde ich mal meinen. Da müssten wir alle haben. Ja, danke. Damit haben wir Villa Sonne komplett abgearbeitet. Alle Edelsteine, alle Eier, alle Fähigkeitspunkte. Ab nach Hause. Das war schon ein richtig geiles Level. Ein richtig geiles Level. Und es wird nicht schlechter, aber es wird auch nicht besser. In Bad Sonnenaufgang. Wobei, es könnte doch schlimmer werden. Aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube da nicht dran. Wir gehen positiv an das Projekt natürlich ran. Immer wieder positiv denken. Positiv denken. Nee, nicht negativ denken. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Aber wieder ein Level 100% complete. Pass auf, Jäger, die gruselige Zauberin. Ich hab dich doch gewarnt. Hier ist es gefährlich für kleine Drachen und Miezekatzen. Oh, danke, aber wir können auf uns aufpassen. Dann passt mal hier rauf. Auf. Komm nach der Hexenschule wieder, okay? Hey, bilde ich mir das ein oder ist sie süß, wenn sie wütend ist? Alles klar, Jäger. Du hast Probleme. Ich glaube, du brauchst eine Freundin. Vielleicht findet er ja eine.